Hallo, liebe Leute, hey, willkommen zu XCOM 2. Ja, vielleicht muss ich das hier mal ändern, ne? XCOM 2, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir in einer Mission unseren ersten Gefallenen. Die Advent-Truppen sind also stärker, als wir dachten. Aber wir schlagen zurück, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Seid dabei. Ja, liebe Leute, so sieht unser Trupp aus. Turner ist gefallen, er wurde besiegt. Vielversprechender Mann, guter Mann, guter Mann. Leider haben wir ihn verloren. Nichtsdestotrotz haben wir weitere Leute befördert. Und heute geht es so ein bisschen darum, dass wir unsere Leute ein wenig, ja, ein wenig ausbauen, ein bisschen modifizieren. Wir haben einen Schaft, eine Magazinerweiterung und so weiter. Wir werden Squad erstellen. Beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu Genau. befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Wäre eigentlich beim letzten Mal gut gewesen. Wie sieht's aus, Leute? Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Gerade die Leute, die ich jetzt hier mir rauspicke. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ihr Mitglieder meines Trupps werdet. Hier können wir Um diese Alien-Trümmer Gruppe entfernen. freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Ja, auf jeden Fall super wichtig, dass wir hier Super. Ingenieure machen. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Wir können hier. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Commander, wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in ihr Quartier durch. Okay, das sind nochmal so Politiker, die sich natürlich jetzt auch bei uns melden. Aber uns geht es halt in dieser Folge in erster Linie darum, das Nötigste zu machen. Also das kurz nochmal dazu. Wir können hier Räume freiräumen und dann Räume bauen. Und die Räume bringen uns dementsprechend Energie oder bessere Forschung oder Story-Gebäude. Oder aber auch, dass wir unsere Truppgröße erhöhen können. Das ist auch sehr wichtig. Gut, hören wir an, was uns die Leute zu sagen haben hier. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen Sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Okay. Das sind natürlich Denke, wir sollten Aussagen. uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Gut, wir werden hier noch so ein bisschen durchgelost und können hier noch nicht so machen, wie wir wollen. Dann ist das wohl so. Commander, das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen.
Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Neues Ziel. Stelle Kontakt zum lokalen Widerstand nahe der Geheimeinrichtung her, um Zugang zu den Advent-Einrichtungen zu erhalten. Okay. Erforsche die Widerstandskommunikation, fliege zur Region der Geheimeinrichtung, stelle den Kontakt her. Dauert alles. Hier bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Hier gibt's einen Ingenieur. 5 Tage, dann können wir da einen Ingenieur holen. Jetzt fliegt er dahin. Hier sind, tauchen immer so Sachen auf, die wir aufsammeln können. Das dauert 5 Tage. Nehmen wir weiteren Ingenieur. Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl. Das machen wir auch. Auf jeden Fall. Befehl ist im Moment nicht. Gebe ich im Moment nicht. Hier die Ehrenwand, Leute. Da. Was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Oh, wir sind im Jahr 2035. Gar nicht so weit weg, ne? 15 Jahre, dann ist die Alien-Invasion da. Hey. Also, aber wir wollen zum... Nein, wir wollen nicht zum Kommando. Nein, wir wollen... Gut, dann gehen wir manuell rein. Wir wollen zur Waffenkammer. Okay, liebe Leute, wir fangen an, unsere Soldaten ein bisschen umzumodulieren. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir fangen an mit Private Jane Kelly. Private Jane Kelly kriegt einen anderen Namen und ein bisschen andere Info. Charakterinfo? Vorname? Guck mal, wir können den Namen ändern. Vorname. Tja, soll ich verschiedene Squads machen? Das Alpha Squad. Schreibt man Squad mit D oder mit T? Wie sieht richtig? Squad. Alpha Squad. Der Nachname. Nika unterstrich 77. Ups. 77. Nationalität. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Mika nicht aus Irland kommt, sondern... Sie ist weiblich. Biografie kann man ja auch ändern. Herkunftsland. Mika ist cool. Bestätigt. Gut, Nationalität Ukraine, weiblich, so, das passt. Das lassen wir alles, ansonsten kann ich mal überlegen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine andere, wenn ihr ein anderes Aussehen haben wollt. Aber jetzt hat Nika zum Beispiel hier eine ukrainische Flagge hinten drauf. Ja, Waffenfarbe kann man natürlich auch alles ändern, aber wollen wir das jetzt? Aber eigentlich nicht, ne? Okay. Ja, haut's mir in die Kommentare, wenn ihr ein anderes Aussehen haben wollt. Dann werde ich das ändern. Okay. Da war Nika. Nika 77. Alpha Squad Nika 77. Das ist der Name. Samuel Wells. Ein Grenadier. Samuel Wells. Den individualisieren wir. Samuel Wells wird nicht mehr Samuel Wells bleiben. Dem geben wir auch den Namen Alpha. What? Ups. Ich und mein Capslot. Alpha Sport Vorname. Nachname. Das wird der gute. Denn ups, das wird der gute Ten. Tobi! Achso, nee, der macht ja so ein O da drin, ne? Denn Tobi ist mit dabei! Ich weiß, dass Ten Tobi ein
ein Deutscher ist. Die Frage ist, willst du auch ein Deutscher bleiben? Ich muss mal gerade schauen. Gibt es ein Lieblingsland, das ich weiß? War Tento immer irgendwie überlegt? Ich glaube, Irland. Irland. Der Tobi wird Ihre. Achso, wir müssen denen noch eine Biografie geben, ne? Der Info. Biografie. Ein Irrer, Ihre. Gut. Einen guten Tentobi hier. Dann haben wir hier. Mal gerade gucken. Dann nehmen wir hier noch. Idealisieren. Dann nehmen wir hier jetzt. Charakterinfo. Vorname. Alpha. What? Und. Hier haben wir die. Speedy-Cat. Ja, Speedy-Cat. Argentina oder was anderes. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Deswegen gehen wir da auch nochmal sicher und du wirst einfach Deutsch. Deutsch, 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 Deutsch. Deutschland. Ja, lassen wir so, ne? Lassen wir so. Super. Achso, Biografie müssen wir noch machen. Speedy ist immer schnell. Zack, bestätigen. So, dann haben wir immer noch weitere Leute. Und zwar haben wir hier den Spezialisten. Und da weiß ich schon, wen wir da nehmen. Und zwar wird der Spezialist einen ganz besonderen Namen kriegen. Er wird natürlich auch Alpha Squad. Alpha. Ach, doch. Squad. Schaut man das richtig so? Alpha Squad. Nachname wird natürlich Dr. Nutella, Leute. Checkt seinen Kanal. Bei mir bei YouTube oder auch bei Twitch findet ihr den. Auch bei mir verlinke ich ihn. Dr. Nutella, unser Spezialist, weil, das müsst ihr später noch verstehen, lieber Dr. Nutella. Biografie. Dr. Nutella ist ein Doktor. Und ein Brot auf dich. So, ich bin mir bei Dr. Nutella halt zum Beispiel jetzt auch nicht sicher, welche Nationalität er hat. Deswegen machen wir einfach auch aus dir einen Deutschen. Haut's mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine andere Nationalität sein wollt. Da weiß ich nämlich auch jetzt leider gerade nicht, ob du eine Affinität hast. So, wen haben wir hier? Wir haben noch einen Grenadieren. Ein Grenadier. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinhauen, wenn ihr wer sein wollt. Wir haben hier noch einen Grenadieren und den machen wir auch. Vorname. Moment, wir haben jetzt aber vier Leute fürs Alpha Squad. Das heißt, wir müssen jetzt das Bravo Squad beginnen. Wenn wir mehr Leute reinnehmen können, dann wechsle ich das vielleicht noch. Bravo. What? Und das wird der. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Heißt der so? Gib mir mal kurz eine Sekunde. Mit mehreren O geschrieben, der Wolf. Mit drei O wirst du geschrieben. Und groß. Okay. Ne, ich guck mal, das ist auch klein. Boom.
Die U ist groß, sorry. Der Wolf. Du weißt auch von der Wolf, dass er gerne Geografie. Ein bissiger Typ. Ein bissiger Typ. Sehr gut. Der Wolf wird auch Deutscher, denn ich weiß aus sicherer Quelle, dass er Deutscher ist und weiß von keiner Affinität für irgendein Land. Private Bravo Squad, der Wolf. Ach, wird eh alles groß geschrieben, okay. Rachel Hart haben wir hier noch. Und ja, liebe Leute, mir fehlen jetzt hier die weiblichen Fans, die weiblichen Leute. Ich habe tatsächlich noch wen. Sehr cool, sehr sehr cool. Muss ich mal eben gucken, nicht dass ich die falsch schreibe. Muss ich mal eben schauen hier gerade. Nicht erschrecken, es kann sein. Wir können ja gerade, und zwar die City Biddy. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich hoffe, man macht mal wieder was zusammen oder man sieht dich mal wieder im Chat. Bravo Squad. Und der Nachname ist okay, Geschlecht ist weiblich. Ich weiß aus sicherer Quelle auch bei dir, dass du Deutsche bist. Und deswegen lassen wir das so. Und dann haben wir hier noch Fabio Romano. Und da weiß ich auch schon noch jemanden. Der Info von Anna. Bravo. What? Guck mal, noch ein Ranger. Nachname. Zwar habe ich gerade mit dir eine sehr schöne Zeit bei Crusader Kings. Der gute Lucifer. Der Lucifer. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du bist auch deutsch. Sonst haut's mir gerne in die Kommentare, wenn ich euch da Unrecht tue oder sowas. No hate. Charakterinfo. Biografie. Ihm steckt der Teufel im Leib. Ja, es ist der Leib und es ist auch der Teufel. Ihr habt ja recht, man muss das ja hochhalten. Okay, so, dann haben wir unsere beiden ersten Squads schon mal aufgebaut. Subi gut. Okay. Okay, cool. Das passt schon mal alles. Sehr schön. Ups.
Die Trümmer werden ausgebaut. Wir haben sogar noch tatsächlich in dieser Folge noch ein bisschen Zeit und können die Ingenieure vielleicht sogar holen. Wir klicken hier drauf, dann vergehen hier die Tage. Ihr seht es hier rechts unten. Die Modularwaffen werden jetzt fertig, da wird man immer genervt. Neues Forschungsprojekt, Modularwaffen. Gutname Tüftler, alles klar. Wir können jetzt Modularwaffen bauen, das ist super. Widerstandskommunikation kostet 7 Tage, Advent-Offizier kostet 3 Tage. Magnetwaffen finde ich super, aber das dauert zu lange. Wir werden erstmal... In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Mhm, sehr gut. Ich habe bemerkt, wie Mannschaftsmitglieder auf die Narbe von der Chip-Entfernung an meinem Hinterkopf starren. Wenn ich das nicht selbst hätte tun müssen, wären die Schnitte sicher sauberer gewesen. Auch ein Chip. Ach, guck mal einer an. Können wir hier was in der Technikabteilung bauen? Wir können eine Blendgranate oder eine Rauchgranate herstellen. Sehe ich gerade keine Notwendigkeit. Ich konnte mir ein paar der geborgenen Advent-Waffen eher ansehen. Die Legierungen sind deutlich leichter und damit besser für den Einsatz durch Menschen geeignet. Ich denke, es ist dasselbe Material, das sie in ihren Kolonien benutzen. Mhm. Aber das Grundmaterial muss von der Erde stammen. Sie scheinen unbegrenzte Ressourcen von dem Zeug zu haben. Ja, unbegrenzte Ressourcen hätte ich auch gerne. So, das ist im Moment alles, was wir tun können. Wir hoffen, wir kriegen noch diesen Ingenieur, bevor irgendwas passiert. Genau, Dr. Madeleine Bernard, sie ist Ingenieur und wir kehren erstmal zum Widerstandshauptquartier zurück. Fliegt ja schon 2, 3, 4 Stunden durch Afrika hier. Ein bisschen lange. Wir können da Informationen sammeln. Jetzt haben wir einen weiteren Ingenieur, das ist gut. Wir können hier weiter Alien-Trümmer entfernen. Hey, wir haben noch einen zweiten Ingenieur, was ist denn hier los? Ach, der Raum ist gesperrt. Okay. Gut, dann sammeln wir doch einfach mal ein paar Informationen, denn es gibt hier ein sehr cooles Feature, was ich früher nie benutzt habe, was aber super wichtig ist. Wir sammeln mal Informationen. Alien-Trümmer freigeräumt. Wir sehen uns den ersten Raum an. Ha! Sehr, sehr cool. Der erste Raum, wir können da ein Labor reinbauen. Wissenschaftler können in einem Labor eingesetzt werden, um Dr. Feigen zusätzlich zu unterstützen und die Dauer aller Forschungsprojekte zu unterstützen. Ingenieure können in der Werkstatt eingesetzt werden, um einzigartige Gremlin-Drohnen zu bauen, die einen angrenzenden Raum oder eine angrenzende Einrichtung ersetzen können. Hm, klingt auch cool. Energierelais wird wahrscheinlich ein sehr wichtiges Gebäude bald sein, denn ihr habt rechts oben gesehen, wir haben 6 von 12 Energie, die wird weggehen. Fortschrittliche Kriegszentrum. Sobald das FKZ errichtet wurde, können Soldaten bei jeder Beförderung eine Bonusfähigkeit außerhalb ihrer aktuellen Klasse erhalten. Außerdem kann ein Ingenieur im FKZ, fortschrittlichen Kriegszentrum, eingesetzt werden, um die Genesungszeit unserer Soldaten nach einer Verletzung zu reduzieren. Sehr wichtig, sehr cool, müssen wir irgendwann mal bauen. Aber ich glaube, das wird das erste Gebäude, was wir jetzt bauen. Die Guerilla-Taktikschule schaltet zusätzliche Fähigkeiten und Vorteile für unsere Soldaten frei, darunter auch die Erhöhung der Anzahl an Soldaten, die wir bei einem Einsatz mitnehmen können. Das finde ich super wichtig, denn dadurch erhalten wir einen unglaublich starken Vorteil. Es gibt einen nicht zugewiesenen Ingenieur, der im Bau dieser Guerilla-Taktik überhelfen kann. Möchtest du ihn dort einsetzen? Auf jeden Fall. Das verkürzt die Bauzeit super und wir können hier den nächsten Ingenieur, wir haben ja 2, und dann geht es hier langsam weiter. Da fühlt man sich immer gleich super clever und gut, wenn man 2 Ingenieure hat, die man einsetzen kann. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir sammeln weiter Informationen, denn Infos könnten später noch wichtig werden für uns. Okay. Ich schätze, das war einfacher als Ihre letzte OP, Doktor. Central? Commander? Ja, ich finde das Operieren weitaus weniger beunruhigend, wenn der Patient nicht mehr lebt. Aber die Ergebnisse sehen Sie sich am besten selbst an. Die Autopsie des Advent-Captains hat die Existenz eines Implantats ähnlich der Einheit, die ich dem Commander entnommen habe, bestätigt. Aber es gibt Unterschiede.
Was für Unterschiede? Diese Daten hier stammen direkt aus dem Implantat des Admin-Captains. Die Sequenz hier entspricht im Prinzip Ihnen, Commander. Oder zumindest den taktischen Informationen, die Sie in Ihrem Geist verarbeitet haben. Die Daten sind fast identisch. Die haben Sie gegen uns eingesetzt. Ja, aber die Advent-Daten zeigen Anzeichen von Verfall. Das Entfernen des Commanders aus dem Netzwerk hat erheblichen Schaden verursacht. Netzwerk? Ja, wir sehen hier ein psionisches Netzwerk. Diese Implantate sind in der Lage, Informationen zu empfangen und zu übertragen. Sehr viele Informationen. In Form von gerichteter psionischer Energie. Meiner Theorie nach benutzt Advent dieses Netzwerk, um die taktische Bereitschaft ihrer Truppen zu erhöhen und Anweisungen aus ihrer Befehlszentrale zu verteilen. Schauen Sie. Selbst in der schlechten Verfassung des Subjekts zeigt das Implantat noch immer Wirkung. Ein erstaunlicher Erfolg. Oder eine Schwäche. Möglich. Aber ich brauche direkten Zugriff auf Ihr Netzwerk, um sicher zu gehen. Ich schätze, das wird nicht einfach. Wir brauchen einen aktiven Link. Wir müssen einen lebenden Advent-Offizier hacken. Wie ich sagte, nicht einfach. Aber es ist die beste Spur, die wir haben. Ihre Entscheidung, Commander. Entscheidungen, Entscheidungen. Darum geht's bei diesem Spiel. Es scheint, als hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Der Advent-Captain scheint die Verbindung zwischen den lokalen Untergebenen und dem Advent-Netzwerkturm zu stabilisieren. Okay, Leute. Ich lese das jetzt hier nicht durch. Ihr könnt das Video hier pausieren und dann es euch selbst durchlesen. Auch etwas, was ich von Amidas gelernt habe. Wie gesagt, ich verlinke seinen Kanal mal einmal hier unten in der Infobox auf YouTube. Testbereich können wir jetzt bauen. Die Widerstandskommunikation, Hybridmaterialien, Magnetwaffen dauern sehr lange. Können ein Advent-Soldaten einmal aktivieren? Warum denn? Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus, aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Okay. Wir sammeln weiter Informationen. Wir haben schon mal plus 5 bekommen. Auf der ganzen Welt Verbündete gibt, und sind beim nächsten Einsatz. Wenn sie zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Es liegt an Ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück. Wir sehen uns den Einsatz an, den uns der komische Mann gibt. Es gibt Wissenschaftler. Und 103 Informationen. Den müssen wir auf jeden Fall befreien, Leute. Und wir werden dafür das Alpha Squad starten. Aber das sehen wir alles beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich hier. Beende diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können den Einsatz natürlich noch starten eben. Und wir nehmen natürlich... Also wir werden jetzt mal hier... wir werden jetzt hier Folgendes machen. Und zwar nehmen wir das Alpha Squad mit. Dr. Nutella. Wir nehmen Dr. Nutella mit auf diese Mission. Dr. Nutella, Sie werden das Medikit bekommen. Als Doktor finde ich das passend. Wir nehmen auf jeden Fall Alpha Squad mit. Den Tobi. Dann nehmen wir mit Speedy Cat als Scharfschützen. Dr. Nutella und Nika als Ranger. Und wir starten die Mission. Wie die Mission ausgeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen, auch wenn es jetzt keine taktische Action gab.
supportet doch gerne meine Kanäle. Da freue ich mich sehr. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Matta meldet sich hiermit ab.